Herzlich willkommen zur Fenstershow, die stillen Stars der Straße. Heute ist wieder unglaublich viel los auf der Straße. Man weiß überhaupt gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Überall tummeln sich die Künstler, Sportler und Straßenhelden. Ganz im Stillen gehen die ihrer Berufung nach. Jeder und jede von ihnen auf Weltniveau natürlich. Höchste Zeit, da einmal hinter die Kulissen zu schauen und bei dem einen oder anderen mal nachzufragen, woher überhaupt diese Leidenschaft kommt. Was unsere Stars antreibt, was für Pläne sie für die Zukunft haben. Fangen wir hier doch mal an. Hallo, Sie sind ein... Eine Platane. Eine Platane? Oh, und Sie sind krank? Nein, 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 nur ein bisschen ausgetrocknet. Ach so. Ziemlich ausgetrocknet. Das tut mir aber leid. Geht's denn? Oder sollen wir lieber einen anderen Tag? Nein, fragen Sie ruhig. Wird ja auch nicht besser. Sie sind ja auch... Ist auch eine Pollenallergie, glaube ich. Das gibt es auch unter Bäumen? Ja, 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 Autoimmunerkrankungen. Aber schießen Sie los. Sie sind ja Meisterin im Wachsen und Grünen. Im ebenmäßigen Wuchs, ja. Mhm. Wachsen kann ja jedes Gestrüpp. Aber meine Ausgeglichenheit. Sehen Sie, wie ausgeglichen ich bin. Dafür braucht man ein feines Gespür. Ja. Bis in die kleinsten Verästelungen und Fehlerfahrungen. Wie lange machen Sie das denn schon? Ich stehe hier seit über 50 Jahren. Über 5? Oha, ja, am Anfang ist das leicht. Mhm. Man wächst einfach ohne Plan so vor sich hin. Da will man einfach nur hoch hinaus, egal wie. Mhm. Und dann merkt man, oh, es gibt Astabzüge, wenn man es zu wild treiben lässt. Ja. Da geht das dann los, der Ehrgeiz. So bin ich mit großer Disziplin und fast ohne Säge das geworden, was ich bin. Toll. Was jetzt genau? Nein, Ihr Weg. Das ist nicht meiner. Den finde ich auch gar nicht so toll. Gucken Sie doch mal genau hin. Na, ich meine Ihre Kunst. Arbeiten Sie denn gerade an einem bestimmten Projekt? Ja, natürlich. Immer. Schauen Sie hier. Ganz schwierige neue Bewohner. Wenig Interesse an uns Pflanzen. Ja. Denen wachse ich ganz vorsichtig entgegen. Ach, das ist aber spannend. Ja, mal sehen, ob das spannend wird. Schwieriges Projekt gerade. Man will solchen Leuten ja ihre Angst vor uns Pflanzen nehmen. Aber ich darf mich auch nicht zu sehr in den Balkon lehnen. Bis jetzt sieht es aber gut aus. Wären Sie eigentlich lieber bei Ihren Verwandten? Nein, nein, das ist mir zu voll. Nein, nein, das ist mir viel zu voll. Überhaupt kein sicherer Abstand. Das ist eng an eng. Da drängt man sich ja nur. Nein, hier habe ich meine Ruhe und trotzdem ein paar Nachbarn. Ja, apropos, manche Ihrer Nachbarn sind ja schon ganz schön grün, ne? Im Gegensatz zu Ihnen. Ja, und? Es gibt Sonnebäume und Sonnebäume. Ich bin langsam, aber dafür wird mein Grün besonders hoffnungsfroh. Ja, das können wir ja gerade im Moment gut gebrauchen, Hoffnung. Ne? Sag ich doch. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und viel Regen auf all Ihren Wegen. Und noch vielen Dank für das Gespräch. Oh, da höre ich schon unseren ersten musikalischen Beitrag. Da hören wir doch gleich mal rein bei unserem Orangenland-Freund. Hören wir uns doch einfach mal die neue Komposition in Ruhe an. Super, super. Das Stück habe ich nicht gleich erkannt. Nein. Eine eigene Komposition? Nein. Oder wollen Sie es uns vielleicht verraten? Nein. Ich pfeife es nochmal, dann kommen Sie bestimmt drauf. Nein, diese Inbrunst, mit der Sie das pfeifen, dieses Einfühlungsvermögen, das ist ganz toll. Ich bin halt ziemlich leer. Ja, das hört man, da ist so viel Raum. Hm. Und meine Lieder sollen den Menschen zum Umdenken bringen. Leere ist ein vollkommener Zustand. Nichts sein müssen, nichts tun. Einfach mal aus dem letzten Loch pfeifen. Voller Freude. Jetzt wüsste ich ja doch gern, was Sie gerade gespielt haben. Es ist eine Sonate von Mozart. Ah. Okay. Und von Helene Fischer. Wie? Und Deichkind. Aber das heißt... Man kann alles hineinlegen. Das ist die Botschaft. Es ist ein Loblied auf die Leere, die alles sein ist. Alles, was wir wollen. Ich spiele es einfach mal weiter... Und Sie legen hinein, was Sie wollen. Okay. Sie alle, die gerade zuhören. Okay. Null, 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 null! Wir ziehen langsam weiter, denn wie ich sehe, gibt es da gerade ein hitziges
Paarduell zwischen zwei erbitterten Konkurrenten. Darf ich kurz mal stören? Nein! Gut, dann nutze ich die Gelegenheit, um die Zuschauer kurz auf den Stand zu bringen. Wir sehen hier den deutschen Meister und den Vizemeister 2020 im Parken. Der Vizemeister hat einen Vorsprung von 3 Stunden und 20 Minuten. Wenn er bis zum Ende des Duells, ich glaube, das ist so am 31. Mai, diesen Vorsprung halten kann, dann wird der deutsche Meister in der Klasse der Fünfsitzer seinen Titel abgeben müssen. Die Spannung ist angespannt. Sie sehen es vielleicht an den Radkappen, wie rasend der Stillstand ist. Ich versuche es trotzdem mal auf dieser Seite. Entschuldigung? Ich mache ihn fertig! Ja, als Titelverteidiger, das steht für Sie ja besonders viel auf dem Spiel. Wie haben Sie sich denn auf den Kampf vorbereitet? Ich bin ja der Meister! Ja, ich weiß, aber wie... Für Sie sieht das immer so leicht aus. Der steht ja nur rum, höre ich immer. Ich weiß, dass es für viele Autos schwer ist, nicht pausenlos durch die Gegend zu fahren. Und wenn der Fahrer einsteigt... Dann ist alles zu spät. Dann kann man nicht absaufen oder sich kaputt stellen. Das ist gegen die Spielregeln im Wettparken. Der Kampf geht viel früher los. Aber wie machen Sie denn das? Berufsgeheimnis, sage ich nicht. Und Sie? Ich mache ihn fertig. Wie haben Sie sich denn auf den Kampf vorbereitet? Morgen bin ich der Meister. Ja, aber wie? Ich weiß, wie man Einsteiger fernhält. Wie man schon von Weitem ausstrahlt, fahr lieber Rad, oder? Bus ist echt billiger. Ich kann das. Das glaube ich Ihnen. Sie sehen auch richtig unwillig aus, sodass man wirklich nicht einsteigen will. Danke. Dabei will ich ja auf der Straße fahren. Das ist ja das Schlimme. Dieses Stehen geht mir so vollkommen gegen die Natur. Ich mach dich fertig. Wir sind Autos. Wir sind gerne in Bewegung. Fahr doch, fahr doch. Träum weiter, Blechbüchse. Wie sind Sie denn auf diese ungewöhnliche Sportart gekommen? Ach. Ganz jung schon. Ich war kaum aus dem Autohaus heraus, da stand ich schon wochenlang in der Garage. Es ist die volle Wahrheit. Ich wusste schon sehr früh, dass ich für den Parken gemacht bin. Und Sie? Ich wurde nie in der Garage gepampert. Ich musste jahrelang zigtausend Kilometer herunterreisen. Meine Wettkampftitel habe ich mir alle selber hart erparkt. 5 Jahre hintereinander die goldene Parkscheibe. Na, wer ist denn hier der Angeber? Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Schauen wir mal hier auf der anderen Seite, was da so los ist. Manche proben gerade intensiv, da wollen wir lieber nicht stören. Aber hier könnten wir Glück haben und einen kleinen Einblick in das Schaffen bekommen. Darf ich kurz ein paar Fragen stellen? Kommen Sie mir nicht zu nah! Nein, ich bleib hier am Fenster. Ist das so rechts? Auf keinen Fall näher, sonst bekommen Sie es mit meinem Dreibodyguard zu tun. Ach, die Fahrradständer, die haben Bodyguards? Nicht die Fahrradständer, nur ich. Und Sie sind kein Fahrradständer. Sehe ich so aus? Ja. Das ist gut, denn ich stelle ja einen dar, einen Fahrradständer. Meine genaue Rollenbeschreibung ist Fahrradanschließstange an der Fahrbahnverengung. Also, als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich erst, nein, 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 nicht schon wieder so eine belanglose Nebenrolle. Aber Fahrradständer sind sehr wichtig heutzutage. Eben, dass ich die Hauptrolle spiele, habe ich dann auch bald begriffen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Fahrradständer und einer Stange, die nur ein Fahrradständer spielt? Na, was ist der Unterschied zwischen einem Polizisten und einem, der Polizist spielt? Der eine ist es, der andere nicht. Das ist der Grund, weshalb überall Fahrräder angeschlossen sind und nur bei Ihnen da... Ja, das habe ich mir auch in meinen Vertrag reinschreiben lassen. Ja, und ich möchte bitte keinen Kontakt zu Rädern. Ich liebe diese Dinger, glauben Sie mir. Fahrräder sind unsere Zukunft. Ich habe sie unfassbar gern um mich. Aber dieses stinkende Kettenöl, das dauernde Geklapper und Geklingel, nein, bitte ohne mich. Verstehe. Ja, Sie verstehen. Aber die Produzenten der Straße sind entsetzlich anstrengend. Mhm. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass ich dieses hässliche Kostümteil um den Fuß trage. Du meinst das Fahrradschloss? Ah, das soll ein Schloss sein. Grauenhaft. Aber ohne den Kompromiss hätte ich die Bodyguards nie durchgekriegt. Brauchen Sie die denn? Nein, nie. Aber es wird seriöser. Finden Sie nicht, ich wirke seriös? Doch. Glauben Sie, ich könnte einem Fahrrad Halt geben? Auf jeden Fall. Gut. Manchmal überfallen mich selbst Fleiß und Zweifel, wissen Sie? Sie machen das ganz hervorragend. Das gibt mir so viel, dass Sie das sagen. Ich sehe so robust aus. Manche halten mich für kalt, aber ich bin...
bin nicht kalt. Finden Sie, ich bin kalt. Nein. Finden Sie das? Ich bin nicht kalt. Ich mache mich krumm für meine Freunde. Ich liebe euch alle. Aber nein, bitte gehen Sie nicht. Bitte da. Kommen Sie zu mir runter. Lassen Sie uns reden. Ich muss einfach reden. Ich muss kommunizieren. Langsam. Ich bin nicht hart. Nicht kalt. Ich wäre so gerne eine Laterne geworden. Ich wollte Licht geben. Aber mit meiner Höhenangst war das ausgeschlossen. Ich habe auch eine Wir verabschieden uns langsam und bedanken uns bei den Straßenstars. Wir sehen, es gibt überall Licht und Schatten, aber das Wichtigste ist, dass wir in Bewegung bleiben, selbst wenn wir nicht von der Stelle kommen. In diesem Sinne wünschen wir allen das Beste und sagen Danke. Was wären wir ohne die täglichen Kunststücke und Meisterleistungen unserer Straßenhelden? Wie langweilig wäre der Blick aus dem Fenster? Danken wir allen und denken auch noch mal kurz an alle anderen Künstler und Sportler in den Nachbarstraßen und weiter entfernt. Ja, in allen Straßen der Welt. Danke für die spannenden Aussichten. Bleiben Sie sauber und bis zum nächsten Mal.